Ja, den habe ich. Und zwar lebe und denke nicht am Morgen. Also ich bin so eine Frohnatur. Also alle, die mich kennen, versuchen natürlich immer gute Stimmung zu verbreiten und bin einfach sehr lebensfreudig und deswegen passt das Sprichwort lebe und denke nicht am Morgen. Das war in Wolfsburg vor circa 4 Jahren. Da habe ich nach meiner Verletzung, also ich war über ein Jahr verletzt und habe mein erstes Spiel gemacht und habe da das 2:2 erzielt und wir haben dann nach dem Spiel sozusagen die Klasse gehalten und wir waren natürlich alle sehr froh und für mich war das natürlich ein sehr emotionaler Moment. Ist gerade schwierig zu beantworten, um ehrlich zu sein. Also ich denke mal, wenn man dann Kinder hat, ist es so mit das emotionalste Gefühl, was man dann kennenlernen darf. Das habe ich noch nicht, aber hoffe, dass es dann irgendwann mal auch passiert. Und ansonsten kann ich mich jetzt echt spontan nicht jetzt an einen mega emotionalen Moment erinnern. Vielleicht, ja, eigentlich ist es echt nur sportbezogen, deswegen privaten, als ich die Ausbildung geschafft habe, vielleicht. Mein nächster privater Wunsch ist es, zu heiraten. Ich bin natürlich ein sehr Familienmensch, möchte natürlich Kinder. Und das ist so, ja, was im Privaten noch aussteht. Und hoffe, dass es dann in den nächsten Jahren wahr werden. Ich bin eigentlich ein ganz ruhiger. ja, also ich gehe gerne Golf spielen. Ich bin oft mit Mannschaftskollegen, wir gehen gerne was essen oder was trinken, ein bisschen spazieren in der Stadt oder ansonsten versuche ich auch viel zu reisen mit meiner Freundin, viele Sachen zu sehen, zu erleben und explizit jetzt, was mich aus dem Hocker bringt, ist schwierig zu sagen. Ja, vielleicht. Nee, kann es echt nicht auch beantworten. Ich bin ein ganz einfacher Junge, also gehe gerne ins Kino, bin oft bei der Familie auch in Mannheim, verbringe da ganz ja, gemütliche Zeit und ja, ganz einfach gestrickt. Also wenn wir unterwegs sind mit der Mannschaft, dann muss immer Uno dabei sein. Also wir spielen immer Uno mit extra Regeln auch. Also es wird dann auch sehr oft emotional. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und das darf natürlich bei mir nie fehlen. Nee, also ich muss jetzt nicht überall sein, also überall gewesen sein. Ich war jetzt in verschiedenen Orten und ich fand Dubai halt sehr, sehr schön und bin jetzt im Winter, fliege ich wieder mit meiner Freundin hin. Ansonsten auch natürlich fliegen wir gerne nach Italien, nach Sizilien, habe da Verwandtschaft noch, da fliegen wir dann meistens mit meiner ganzen Familie hin und da bin ich auch natürlich sehr gern. Leider Nachteil, da gibt es halt keine Diät. Ja, also kann man schon ein paar Kilos schnell anfangen. Deswegen, ja, ansonsten kann es auch hier in der Nähe sein, Hauptsache man ist so zusammen, das ist das Wichtigste für mich. Das ist echt schwierig noch zu beantworten. Klar, ich bin jetzt Ende 20 schon, aber ich hoffe, dass ich noch auf jeden Fall noch ein paar Jahre habe im Fußball. Was dann passiert, das wird sich, denke ich, dann auch ergeben. Ich kann mir es vorstellen, einen kreativen Beruf zu haben. Wer weiß, vielleicht irgendwann bin ich Model bei euch, bei Tivela. Oder ansonsten so, ja, ich singe auch gern irgendwas Musikalisches oder so. Also ich bin da echt sehr offen und kann mir viele Sachen vorstellen, aber jetzt, dass ich jetzt wirklich noch also auf eine Sache mich konzentriere, das kann ich jetzt nicht beantworten. Für mich ist es wichtig, irgendwann klar auch sesshaft zu werden, eine Familie zu gründen, ein harmonisches Leben zu führen. Das ist für mich dann das Wichtigste.